frischen war, steht jetzt der Wingerzwerg. Immer weiter drückt das Magma von unten. An manchen Stellen bricht der Krater auf und breite Lavaströme bahnen sich ihren Weg durch die Landschaft. Einige hunderttausend Kubikmeter Asche ausgeschleudert. Kleinere Glutlawinen führten zur weiteren Zerstörung der Landschaft um den ehemaligen Laacher See. Für die Wissenschaftler des Erdbebenzentrums in Mainz sind die bisherigen Eruptionen jedoch nur als eine Art Räuspern des Vulkans anzusehen. Nach unseren Erfahrungen geht einer großen plinarischen Eruption ein Freihusten des Vulkans voraus. Auch bei vergleichbaren Vulkanen wie dem Mount St. Helens in den... Wenn Sie also für den Rest Ihres Lebens nicht mehr vergessen, dass unser Erdkern schwer und die Erdkruste ganz leicht ist. Von innen nach außen wird immer leichter und umgekehrt von außen nach innen wird immer schwerer. Und unsere Erdkruste selber, das ist ständig. Aber egal wie sich die Platten bewegen, wenn sie sich bewegen, Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Tsunamis. Und wenn wir uns dann hier auf dieser Weltkarte mal für jeden Fall nicht kennt, und deswegen sagen wir, dass die Aufgabe von kleinen Leuten eben die Masse, Frauen und Kinder. Und wenn man dann auf solche Ländern da oben rumgefahren ist, das war das allererste in männlich. Und wenn hier so Schulklassen sind, so 10. Jahr die Kinder, und ich sage, hier tropft es nicht, da geht jeder schreien, los, da tropft es ja doch, da ist ein Rohr, ne? Ja, muss da so sein, würde sich hier auf dieser Decke das gesamte Wasser sammeln.